Hallo YouTube, willkommen zu dem ersten Video zu Geschwindigkeiten. Und heute wollen wir die Geschwindigkeit erst einmal definieren und uns Geschwindigkeit in einigen Diagrammen anschauen. Geschwindigkeit definieren wir zuerst einmal einfach als Ort durch Zeit, v gleich x durch t. Was soll das jetzt heißen? Wie wollen wir jetzt Ort durch Zeit teilen? Naja, schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Hier rechts sehen wir ein Beispiel, in dem der Ort unseres Objektes nicht mehr konstant ist. Das heißt, wir haben hier ein Objekt, so einen gelben Kreis-Oval-Monster, und dieses Objekt bewegt sich. Das ist zur Zeit t gleich 0 Sekunden, ist das hier vorne, und zur Zeit t gleich 10 Sekunden, als sich das ein bisschen nach rechts bewegt, und zur Zeit t gleich 20 Sekunden noch weiter nach rechts. Das heißt, es bewegt sich zeitlich. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Objekt, das sich bewegt. Nun können wir von diesem Objekt zum Beispiel messen, wie weit es sich bewegt. Wie machen wir das? Naja, wir gucken uns an, wie es zu irgendeinem Punkt aussieht. Und dann gucken wir uns an, wie es später aussieht. Und dann können wir messen, oh, es hat sich zum Beispiel um 50 Meter weiter bewegt. Wenn wir dann noch wissen, wie lange es dafür gebraucht hat, können wir ausrechnen, wie schnell es war. Hier vorne, es hat sich 50 Meter weiter bewegt. Es hat dafür 10 Sekunden gebraucht. Also können wir mit x durch t unsere Geschwindigkeit ausrechnen. Es hat sich 100 Meter weiter bewegt, es hat 20 Sekunden gebraucht, mit x durch t können wir das ausrechnen. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze geht. Es geht so, zack. V ist gleich x durch t. Bei 0 Meter und 0 Sekunde geht das leider nicht, denn wir können nicht wirklich durch 0 teilen. Bei 50 Meter und 10 Sekunden geht das aber wunderschön. 50 Meter durch 10 Sekunden sind 5 Meter durch Sekunde. Was ist denn Meter durch Sekunde? Und das ist eine Einheit, die wir neu haben. Wir haben eine neue Einheit, eine sogenannte zusammengesetzte Einheit. Einheiten, nicht wie Zahlen, kürzen sich nicht weg. Das heißt, wenn wir Meter und Sekunde haben, ist das wie Äpfel und Birne. Die kann man nicht durcheinander kürzen. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, was dann übrig bleibt, ist immer eine übrig bleibende Einheit. Meter pro Sekunde zum Beispiel bei Geschwindigkeiten. Oft wird diese Einheit auch Kilometer durch Stunden angegeben. Das heißt, dort haben wir dann diese berühmte kmh-Einheit. Kilometer pro Stunde. Was wir hier also haben, ist eine Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Wenn wir das bei 100 Meter und 20 Sekunden machen, kriegen wir zum Beispiel auch 5 Meter pro Sekunde raus. Natürlich könnten wir dort auch 6 oder 8 Meter pro Sekunde rauskriegen. Dazu werde ich gleich aber noch etwas sagen. Wir haben hier also eine Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und das ist hier relativ wichtig, dass unsere Geschwindigkeit hier vorne immer 5 Meter pro Sekunde hier vorne bleibt. Das heißt, unsere Geschwindigkeit hier am Anfang ist 5 Meter pro Sekunde, in der Mitte ist sie 5 Meter pro Sekunde und am Ende wird sie auch 5 Meter pro Sekunde sein. Das heißt, unsere Geschwindigkeit ist hier konstant. Das hat nämlich ein paar besondere Auswirkungen. Was kann man jedoch mit der Geschwindigkeit anfangen? Mit der Geschwindigkeit kann man mehr anfangen, als sie nur ausrechnen. Vorne ausrechnen können wir unsere Geschwindigkeit mit v gleich x durch t, das heißt Ort durch Zeit. Wenn wir aber eine physikalische Gleichung haben mit drei Größen und wir kennen zwei davon, können wir uns immer die dritte ausrechnen. Schauen wir uns zum Beispiel hier an und wir wollen jetzt den Ort ausrechnen und haben zum Beispiel Geschwindigkeit und Zeit. Wir wissen, wie schnell etwas war, wir wissen, wie lange es gebraucht hat, dann wissen wir automatisch auch, wie weit es gekommen ist. Das machen wir, indem wir das zum Beispiel umstellen. Wir multiplizieren hier zum Beispiel beide Seiten mit t und kriegen dann raus, x ist gleich t mal v. Damit wissen wir, unser Ort ist Geschwindigkeit mal Zeit. Das heißt, wir sind 10 Sekunden unterwegs, bewegen uns mit 5 Meter pro Sekunde. 5 Meter pro Sekunde mal 10 Sekunden sind 50 Meter. Das heißt, dann sind wir 50 Meter weit gekommen. Wir sind auf einer Autobahn und bewegen uns mit 108 Kilometern pro Stunde oder auch 30 Meter pro Sekunde und wir bewegen uns mal 5 Sekunden lang. Wenn wir uns 5 Sekunden lang mit 30 Meter pro Sekunde bewegen, sind wir nach 5 Sekunden also 150 Meter weiter. Das heißt, bei einer Geschwindigkeit von 108 km/h sind wir innerhalb von 5 Sekunden 150 Meter weiter entfernt. Genau das gleiche können wir natürlich auch für Ort und Geschwindigkeit machen. Kennen wir den Ort und die Geschwindigkeit, können wir ausrechnen, wie lange es gebraucht hat, um dahin zu kommen. Zum Beispiel
Wir wissen, wir müssen 100 Meter weit kommen und bewegen uns mit 5 Meter pro Sekunde. 100 Meter durch 5 Meter pro Sekunde ergibt 20 Sekunden. Nun, wir fahren mit 108 Kilometer pro Stunde auf einer Autobahn und unsere Oma wohnt 108 Kilometer weit entfernt. Das heißt 108 Kilometer durch 108 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir werden eine Stunde brauchen. Wir sitzen in einem Auto, fahren 108 Kilometer pro Stunde, also 30 Meter pro Sekunde, und wir wissen, dass wir 90 Meter weit kommen wollen. 90 Meter durch 30 Meter pro Sekunde, das sind dann insgesamt 3 Sekunden. Das heißt, wir können uns aus zwei Größen dieses Trippels hier vorne immer die dritte ausgeben. Das heißt, wir kennen Ort Zeit, dann kennen wir auch die Geschwindigkeit. Wir kennen Geschwindigkeit Zeit, dann kennen wir auch den Ort. Wir kennen Ort Geschwindigkeit, dann kennen wir auch die Zeit. Das ist der erste Teil dieses Videos. Im zweiten Teil dieses Videos wollen wir uns anschauen, wie man das Ganze physikalisch aufzeichnen kann. Das Ganze war jetzt viel Gerede, aber wie sieht das physikalisch aus? Und dafür schauen wir uns sogenannte Diagramme an. Diagramme sind Objekte, die zwei Größen, also grafische Objekte, die zwei Größen gegeneinander stellen. Zum Beispiel Ort und Zeit. Und jetzt könnte man einfach nur den Ort hier hinschreiben und sagen, das sind 100 Meter, das sind 50 Meter. Die Zeit einfach nur hinschreiben, sagen, das sind 30 Sekunden, 20 Sekunden, 10 Sekunden. Aber wir können auch sagen, wir nehmen unseren Ort und teilen ihn durch Meter. Das heißt, wir haben hier 100 Meter durch Meter sind 100. 50 Meter durch Meter sind 50. Was wir hier machen, ohne es vielleicht zu realisieren, ist das grundlegende Prinzip der Physik zu benutzen. Und zwar das grundlegende Prinzip der Physik, das sagt, dass wir vergleichen. Wir agieren hier vergleichend. Wenn wir messen, eine Länge messen, mit einem Lineal zum Beispiel, vergleichen wir unsere Länge mit Zentimetern. Das heißt, wir vergleichen unsere Länge mit dem Weg, der liegt in einem 299.792.400 58stel einer Sekunde zurücklegt. Damit vergleichen wir unseren Weg. Das heißt, unsere Diagramme agieren auch immer vergleichend. Wir vergleichen x mit einem Meter. 100 Mal haben wir hier vorne einen Meter, das sind 100 Meter weit. 50 Mal sind wir hier einen Meter weit gekommen, ein Urmeter vielleicht. Das heißt, wir sind dann 50 Meter weit gekommen. Das Ganze können wir aber auch nicht nur für Meter machen, sondern in einem Diagramm, was ich jetzt hier drunter gemacht habe, können wir das auch woanders mit vergleichen. Zum Beispiel mit einer Anfangsgeschwindigkeit x0 hier vorne, wie ich sie genannt habe. Mit einem Anfangsweg, Entschuldigung, x0, den ich hier genannt habe, oder mit einer Anfangszeit t0, die ich hier genannt habe. Was heißt das? Naja, wenn dann hier eine 2 steht, dann bin ich einfach nur zweimal meinen Anfangsweg weit gekommen. Als Beispiel, zum Beispiel, wenn mein Anfangsweg 5 Meter ist, dann bin ich hier vorne zweimal 5 Meter weit gekommen. Das heißt, zweimal 5 Meter sind 10 Meter. Wenn mein Anfangszeit zum Beispiel 2 Sekunden ist und ich hier hinten 3 mal T0 weit gekommen bin, bin ich hier dreimal meine Anfangszeit, also 6 Sekunden weit gekommen. Das heißt, was ich hier mache, ist das sogenannte Skalieren von meinen Achsen. Ich kann meine Achse entweder skalieren, indem ich durch die Einheit einfach nur teile, oder ich kann meine Achse skalieren, indem ich in eine typische Zeit hier vorne oder einen typischen Ort oder eine typische Größe hier vorne teile. Das heißt, zum Beispiel kann ich meinen Ort mit einem Meter vergleichen oder ich kann meinen Ort mit x0 vergleichen, mit meinem Anfangsort. In mein Diagramm kann ich jetzt meine Punkte einzeichnen. Das heißt, hier vorne zum Beispiel 0 Meter, 0 Sekunden. 10 Sekunden, 50 Meter. 20 Sekunden, 100 Meter. Und über meine Formeln kann ich mir noch weitere Punkte ausrechnen. Oder ich könnte welche messen. Ich habe mal ein paar Messungen angestellt und mir ist aufgefallen, nach 5 Sekunden bin ich 25 Meter weit, nach 15 Sekunden bin ich 75 Meter weit. Das ist natürlich schon mal schön gut. Habe ich noch ein paar mehr Messungen gemacht, ganz, ganz viele, und mir fällt irgendwas auf. Die liegen irgendwie alle irgendwie auf einer Linie. Das ist diese Linie hier vorne. Was ich hier gemacht habe, ist das sogenannte Interpolieren. Das ist zwar ein großes Wort, sagt aber nichts anderes als,
ich habe von Messergebnissen, die ich hatte, darauf geschlossen, was woanders liegen könnte. Von dem Ort 100 Meter, 20 Sekunden und dem Ort 50 Meter und 10 Sekunden kann ich darauf schließen, dass dazwischen bei 15 Sekunden ich bei 75 Meter bin. Mathematisch habe ich das gemacht, indem ich gesagt habe, x ist gleich t mal v und ich hatte hier eine Zeit von 15 Sekunden, habe v gleich 5 Meter pro Sekunde eingesetzt und da kam dann 75 Meter hier vorne raus. Grafisch habe ich das gemacht, indem ich alle meine Punkte irgendwie verbunden habe. Und das kann so aussehen, das kann aber auch anders aussehen. Das kann zum Beispiel aussehen, wenn ich hier jetzt hier einen Punkt habe, hier einen Punkt, 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 dann kann das auch aussehen, dass ich sage, oh, das sieht ungefähr aus wie eine Parabel oder so. Und dann kann ich das durch eine Parabel hier vorne verbinden. Und dann könnte ich auch wieder sagen, naja, wenn ich bei dieser Zeit bin, zu der ich keine Angabe habe, zu dieser Zeit hier vorne, ich habe nur eine Zeit von links davon und eine Zeit rechts davon, kann ich dann sagen, das wird ungefähr auf dieser Höhe hier vorne sein, auf meiner Parabel irgendwo drauf. Und das könnte ich selbstverständlich auch versuchen, mit einer Formel anzugeben. Das heißt, beides ist möglich, sowohl Interpolation über eine Formel, als auch Interpolation, die grafisch passiert. Aufgabe in der Physik ist es oft, sehr, 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 sehr oft, versuchen, eine Formel zu finden, die irgendwelche Messergebnisse, die ich habe, irgendwie realistisch darstellt. Und dann sagen manche, ach, das sieht doch wie eine Parabel aus, manche sagen, das sieht aus wie Tangens Hyperbolicus und manche sagen, das sieht aus wie e hoch x plus e hoch minus x, ich kann doch gar nicht glauben, dass das so aussieht. Und so weiter. Da gibt es ganz viele Meinungen, wie es dann aussehen könnte. Und das ist dann die Aufgabe der Physik meistens, herauszufinden, wie es denn wirklich ist. Wir haben hier zum Glück eine relativ leichte Sache. Es ist nämlich relativ eindeutig, dass das hier eine Linie ist. Und die zu einer liniengehörigen Gleichung ist genau die Gleichung, die wir benutzt haben, um unsere Geschwindigkeit zu definieren. Wenn das jetzt aber nicht eine Gerade ist, dann haben wir ein Problem. Was ist dann mit der Definition der Geschwindigkeit? Und weil das nicht immer eine Gerade sein muss, werden wir eine andere Definition für die Geschwindigkeit noch kennenlernen. Vorher wollen wir uns aber noch eben anschauen, wie man die Geschwindigkeit innerhalb dieses Diagramms anschauen kann, wie man die da herausfinden kann. Und das geht so, mit sogenannten Steigungsdreiecken. Unsere Geschwindigkeit ist hier vorne ein Delta x durch ein Delta t, das heißt x durch t ist hier immer noch das gleiche, nur dass wir diesmal nicht ein Gesamt-x durch ein Gesamt-t nehmen, sondern eine x-Differenz durch eine t-Differenz. Was passiert dann? Na, schauen wir uns mal an, was da passiert. Und wir sehen, oh, ich scroll jetzt ganz langsam rüber, oh, wir sehen, ja, das waren zwei Punkte, die ich mir gemessen habe, das war der eine Punkt mit x2 minus x1 durch t2 minus t1. Ausgerechnet, und es kommt immer noch die gleiche Geschwindigkeit raus. Das heißt, ob ich jetzt den Gesamtweg durch Gesamtgeschwindigkeit teile oder Geschwindigkeitsdifferenz durch Zeitdifferenz, ist egal erst einmal. Das Interessante ist nur, diese neue Formel mit Delta x und Delta t funktioniert auch für andere Anfangswerte. Und das sind die zwei großen Sachen, die wir in den nächsten Videos besprechen werden. Erstens, was passiert, wenn ich andere Anfangswerte habe? Wie sieht dann meine Formel aus? Zweitens, was passiert, wenn meine Geschwindigkeit nicht konstant ist, wenn das hier nicht eine Linie ist? Das sind die Sachen, die wir uns in den nächsten Videos anschauen werden. Und ich hoffe, dort werde ich euch wiedersehen. Heute haben wir gelernt, wie man Geschwindigkeit definieren kann. Und zwar gilt das nur für konstante Geschwindigkeiten. Wenn eine Geschwindigkeit konstant ist, können wir die Geschwindigkeit ausrechnen, indem wir v gleich x durch t benutzen. Und das liefert uns schon oft gute Ergebnisse. So können wir zum Beispiel ausrechnen, dass man für 50 Meter Strecke bei 5 Meter pro Sekunde 10 Sekunden braucht. Oder dass man in 20 Sekunden bei 5 Meter pro Sekunde als Geschwindigkeit 100 Meter weit kommen kann. Das heißt, wir können dann den Ort
und die Zeit aus den anderen beiden Größen jeweils ableiten. Das heißt, wenn wir einmal unsere Geschwindigkeit gemessen haben, können wir sogar aus dem Ort direkt die Zeit abrechnen und aus der Zeit direkt unseren Ort herausfinden. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass wir dort immer eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit brauchen. Die andere Sache ist, dass wir dort die Anfangsbedingungen immer haben müssen, dass wir anfangen bei 0 Meter und anfangen bei 0 Sekunden. Und das ist nicht immer so. Und wir werden in den nächsten Videos sehen, wie das dann geht, wenn es nicht so ist. Und ich wünsche, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, dass ihr noch sehr, sehr viel Spaß habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!